Die Corona-Zeit hat viele schlimme Dinge hinterlassen. Eine Sache, noch mehr Hunde im Land als vor der Pandemie. Aber die Hunde sind doch eigentlich was Schönes, sagen sie. Ich sage nein. Der Hund, er ist der beste Freund des Menschen. Oder sagen wir, der beste Freund von Menschen, die zu anderen Freundschaften nicht fähig sind. Also, wenn man sich einen Freund wünscht, der nicht widerspricht, dann ist ein Hund vielleicht genau das Richtige. Ich muss aber sagen, es ist ein seltsames Konzept von Freundschaft. Ich meine, was ist das für eine Freundschaft? Der eine Freund kackt in den Wald, der andere rennt hinterher und packt die Hinterlassenschaften in eine Plastiktüte ein. Zu den Fakten. In Deutschland leben etwa 10 Millionen Hunde und auch 10 Millionen Kinder. Wobei man das nicht vergleichen kann. Hunde werden in der Regel besser behandelt und haben auch bessere Schulen. Ja, ja. Doch, doch. Leider bringen sie nichts. Denn Hunde werden nicht schlauer. Ein Hund bleibt doof. Ich weiß, Hundehalter sagen, mein Hund ist aber so klug, er ist so intelligent. Nein, ist er nicht. Ein Tier, das ernsthaft glaubt, man könnte ein Bein begatten. Ich bitte Sie. Das ist doch nicht schlau. Und wenn Hunde so schlau wären, warum bringt man ihnen dann so sinnlose Sachen bei wie Pfötchen geben? Warum nicht mal, das ist die Klospülung und wenn du das Toilettenpapier aufbrauchst, dann häng bitte eine neue Rolle hin. Hunde muss man auch unmittelbar in der Sekunde belohnen oder bestrafen. Das haben sie vergessen, worum es ging. Hunde haben ein schlechteres Gedächtnis als Olaf Scholz. Und sie haaren mehr. Und sie stinken auch mehr. Ja, Hunde stinken. Und zwar immer. Nach nassem Hund. Selbst wenn sie trocken sind. Hunde stinken. Ich weiß, dass Hundehalter das alles nicht gerne hören. Die neigen ja dazu, ihre Tiere zu vergöttern. Ja, die haben eigentlich alle Eigenschaften, die man sich so von Menschen wünscht. Ach ja? Ich habe mir noch nie in meinem ganzen Leben von einem Menschen gewünscht, dass er mir zur Begrüßung im Schritt herumschnüffelt, mir danach auf den Teppich kotzt und dann das Erbrochene wieder auffrisst. Und eins meiner absoluten Hasswörter ist Bürohund, eins meiner Hasswörter. Es ist mir auch völlig egal, wie viele Studien es gibt, die zeigen, dass so ein Bürokläffi gut fürs Arbeitsklima ist. Wenn ein Hund im Büro furzt, ist das Arbeitsklima für mich durch. Das dürfen auch nur Hunde. Ja, ich habe so oft gefurzt in der Konferenz. Nie hat jemand gesagt, oh, ist ja süß. Ja, Hunde sind nicht gut fürs Betriebsklima. Und fürs richtige Klima sind sie überhaupt ganz schlecht. Das wissen wir alle. Hunde fressen Fleisch, ein Hund kackt, ein Hund strullt. Ich meine, er kann nichts dafür, aber es gibt einfach zu viele davon. Allein in Berlin fallen täglich 55 Tonnen Hundekot an. Und jetzt kann man sagen, okay, es ist Berlin, aber in den schöneren Städten ist es ja auch nicht viel weniger. Die Ausscheidungen von Hunden enthalten Stickstoff und Phosphor. Sie schädigen massiv die Natur. Der Hund ist eine Umweltsau. Ja, nicht die Oma, der Hund von der Oma. Und sie fordern noch permanent Aufmerksamkeit. Ich meine, Hunde sind doch wie Donald Trump. Die wollen für jeden Scheiß gelobt werden. Und manchmal denke ich, sie haben auch einen ähnlichen Geschmack. Auch wie Donald Trump. Es gibt ja unglaubliche Luxusartikel für den Schnuffi. Hundeparfum für 29,90 mit Gerüchen, die Hunde mögen. Am beliebtesten sind die Duftnoten Pansen, tote Katze und Hintern vom anderen Hund. Es gibt Menschen, die geben ihren Hunden Delikatessen mit in die Huta, also die Hunde-Kita. Und Herrchen bringt das Essen hier in dem Fall mit. Das ist was ganz Besonderes, was er mal mitbringt, weil Tommy bekommt vorzugsweise Tafelspitz oder Seezunge auch manchmal. Wow, das ist interessant. Ja. Tafelspitz oder Seezunge? Delfin ist ihm zu zäh, oder was? Ich meine, wir reden hier von Hunden. Einer Spezies, die auch Pferdeäpfel lecker findet. Natürlich haben Hunde auch ihre positiven Seiten. Manchmal zum Beispiel schlafen sie. Stellen Sie sich mal ganz kurz vor, Menschen würden sich verhalten wie Hunde. Hunde sind ein Problem. Ein größeres Problem, und das gebe ich offen zu, sind die Hundehalterinnen und Halter, die nicht kapieren, dass ein Hund eben ein Hund ist und kein Mensch. Beispiel, früher hießen die Hunde noch Bello, Hasso oder Struppi. Heute haben die Menschen Namen, die heißen Benjamin oder Leonie oder Johannes. Das ist doch total irre, diese Vermenschlichung. Das wird übrigens auch in den meisten anderen Ländern der Welt nicht verstanden. Flavien Ndonko arbeitet als Dozent an der Universität in Yaoundé, der Hauptstadt von Kamerun. Hier hält er gerade eine Vorlesung über die Deutschen und ihre Hunde.
Wenn ich dieses Thema behandle, sind meine Studenten immer sehr überrascht. Zuerst, wenn sie ein Foto von einem deutschen Hund sehen, sagen sie, oh, so einen schönen Hund würden wir auch gerne haben. Ich erkläre ihnen, dass dieser Hund weder Müll frisst noch draußen schläft. Er lebt im Haus. Dann wollen sie ihn doch nicht haben. Ja, er lebt im Haus, er schläft im Bett. Ja, seine Halter organisieren Hundegeburtstage, wo der Kläffer andere Hunde einladen darf. Es gibt Hunde-Wellness, Hunde-Yoga, Hunde-Entspannung. Da wird Hunden klassische Musik vorgespielt. Vermutlich von Bellini. Es gibt Hörbücher für Hunde, gibt es wirklich, damit sie gut einschlafen. Bücher, die vor allem für Hunde interessant sind. Also, falls Sie sich mal gewundert haben, wie die hohen Auflagen von Richard David Precht zustande kommen. Ne? Ein großer Markt sind auch Schönheits-OPs für Hunde. Ehrlich, an der Gießener Uniklinik werden kastrierten Rüden zum Beispiel künstliche Hoden eingepflanzt, damit sie weiter männlich aussehen. Ja, Hunde werden komplett umsorgt. Was für ein Hund ist das? Das ist eine französische Bulldogge. Wie alt ist die? Der ist jetzt am 19.02. ein Jahr geworden. Okay. Also noch relativ jung. Ja, der ist noch jung, ja. Wir brauchen eine Schwimmweste. Schwimmweste? Schwimmweste für den Hund. Genau, damit er im Urlaub, ne, weil er ist jetzt nicht so eine Wasserratte, damit er nicht untergeht. Aha. Ein Hund mit Schwimmweste. Also mal abgesehen davon, was die anderen Hunde sagen. Da kriegt er sofort das auf die Fresse, oder? Mit Schwimmweste. Dann denke ich auch, es ist doch ein Tier. Sollte ein Tier nicht wissen, ob es schwimmen kann oder nicht? Haben Sie schon mal einen Hund gesehen, der ins Wasser springt und im Flug denkt, Scheiße, Wasser. Und ich habe nicht mal Seepferdchen. Außerdem sollten wir uns vielleicht mal fragen, warum behandeln wir Tiere so unterschiedlich? Warum kaufen wir Hunden Schwimmwesten und lassen sie bei uns im Bett schlafen? Und warum essen wir Schweine, die klüger sind und sozialer, einfach auf? Ja? Das ist eine willkürliche Entscheidung, welche Tiere bei uns verpackt im Supermarkt liegen und welche Familienmitglieder sind. Es gibt dafür keinen rationalen Grund. Man könnte es auch umgekehrt machen. Schweine als Haustiere und Hunde essen. Könnte man machen. Ist halt nicht üblich.